Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Falls du noch kein Abo hast, einmal unten auf den Button drücken und schon bist du damit fertig. Außerdem würde ich mich freuen, wenn du die Glocke aktivieren würdest und mir einen Daumen rauf gibst. Heute möchte ich mit dir ein sehr, sehr einfaches Rezept, eine Bowle machen, und zwar mit Honigmelone und Weißwein. Mehr Zutaten braucht man grundsätzlich eigentlich nicht. Man kann noch Zucker hinzufügen. Ich verzichte hier. Nimm zunächst mal meine Honigmelone. Die habe ich bereits in kleine Stücken geschnitten. Und fülle damit meine Dessertschale. Dauert jetzt einen Moment. Die Honigmelone riecht übrigens sehr stark, das ist gut. Die ist ein bisschen überreif gewesen, das ist vollkommen in Ordnung. So. Teelöffel beiseite. Und jetzt nehme ich schon meinen Weißwein. Muss mal die Schale ein bisschen an die Kante ziehen. Und ich gieße den Weißwein ganz langsam in meine Dessertschale, denn ich möchte, dass die Honigmelonenstücke möglichst viel von dem Alkohol aufnehmen. So. Meine Schale ist jetzt ungefähr bis zur Hälfte gefüllt. Und das hier lasse ich jetzt noch mal für 10 Minuten stehen und quasi ziehen, damit der Alkohol richtig in die Frucht hineinzieht. Danach kann ich den Weißwein entweder austrinken oder wegkippen. Beides ist vollkommen normal und möglich. Und dann kannst du das Dessert, so wie es ist, also quasi die Fruchtstücken mit dem Alkohol, der eingezogen ist, dann auch servieren. Das ist schon alles. Vielen Dank fürs Zusehen und damit wünsche ich dir guten Appetit.